Hallo und herzlich willkommen. Hier ist mal wieder der Krim mit einem neuen Let's Play in Assassin's Creed Unity. Und wie man auch unschwer erkennen kann, habe ich das Rätsel schon gestartet. In dem Fall Waage. Und das Ganze, Entschuldigung, findet ihr hier. Und damit geht's im Prinzip auch schon los. Ein einst getrennter Palast, vereinigt unter dem vierten Heinrich. Steinpaare salutieren ihrem verurteilten König auf seinem letzten Gang die Bäume entlang. Ein König, einst vereinigt, vom Willen des Volkes getrennt. Ja, das ist eigentlich jetzt mehr oder minder nicht ganz so schwer für mich. Ich denke mal für euch auch nicht, weil Main Story sollte bekannt sein. Und das bedeutet, hier wurde ja ein netter König geköpft. Und diesen König, das wisst ihr alle, war der 16. von Ludwigs Leutchen. So, ich habe jetzt keinen Bock unbedingt mit denen zu arbeiten. Wie ihr es ganz kurz wahrscheinlich gesehen habt, waren da oben so ein paar Steinpaare. Und ich vermute einfach mal, dass das hier ist, weil dieser Teil des Palastes, der gehörte nicht dazu. Und? Man kann es auch schon nett hören. Und da oben leuchtet es jetzt. So, dann kann ich jetzt hier rum. Mit Arno. Und bin dort angekommen. Da oben muss ich jetzt hin. Das sind diese Steinpaare. Und weiter geht's. Der letzte Strahl der Sonne. Einen Sohn verloren. Vom anderen getrennt. Bauern, Soldaten, Staatsmänner und Hurensöhne bejubeln den Fall des Messers und die Sonne erlischt. Ja, das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt so schwer, weil ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur weiterführend in der Main Story. Und falls ich mich nicht irre, bezieht sich das nämlich auf diesen kleinen Platz hier. Und zwar den Platz der de la Revolution, beziehungsweise Platz der Concorde, wie man es nennen möchte. Und ja. Und zwar, er war Schauplatz jener tragisch verlaufenden Feierlichkeiten anlässlich der Heirat Marie Antoinette. 23 Jahre später wurde Ludwig der 16. auf dem gleichen Platz, inzwischen Platz de la Revolution hieß, hingerichtet. So. Und die Guillotine, das heißt mit anderen Worten, das Messer, das fällt. Und das ist ja hier auf der Guillotine. Und also muss ich zu diesem Platz dahin. Das ist jetzt für mich nicht ganz so schwer. Sprich, Main Story, zum Glück alles noch ein bisschen im Köpfchen. Ist ja auch noch nicht so lange her, dass ich das gespielt habe. Und so, nimm mal das Massenereignis noch mit und hoffe, dass jetzt nicht so viel Action dadurch entsteht. Glück gehabt. So, und hier ist auch der Platz. Und da seht ihr die Guillotine. So, und jetzt muss man natürlich hoffen und beten, dass man das Ganze findet. Ich höre zumindest auf jeden Fall schon mal was. Leider. Da ist es, okay. Ach so, natürlich ist da auch die Guillotine, ne? Was war denn jetzt hier eigentlich? Nix. Mein Fehler. Okay. So, vor dem Guillotine interagieren. Mache ich das Ganze mal ohne Alarm und Aktivitäten auszuführen, weil, wie ihr seht, sind da nette viele Männchen. Sprich, Soldaten. Maria Magdalena blickt auf den Tod und beobachtet den Wandel ohne zu zwinkern. Und ebenso unbewegt wendet sie dem Grab ihres Königs den Rücken zu. Ja, das ist natürlich auch mal wieder wie immer schön lustig zu lesen. Ich sage, das geht hier hin, weil ich habe schon mal so ein bisschen die Wahrzeichen überflogen und habe dort den Namen Madeleine gelesen. Und von daher habe ich übrigens das Rätsel gerade falsch gelesen. Nee, Maria Magdalena. Aber Madeleine
Und ich verbinde das jetzt einfach mal damit und versuche, gehe davon aus, dass das dort ist. Also mache ich mich jetzt auch dort auf den Weg hin. Ist natürlich nicht gerade um die Ecke. Das Schöne ist, eine Schnellreise ist auch nicht so wirklich machbar. Aber egal. Schließlich will ich euch unterhalten. Und dann laufe ich eigentlich diese prächtige Allee herunter, beziehungsweise hinunter. Und im Vorbeifliegen kann man das treiben oder auch nicht treiben hier beobachten. Wie ihr seht, da prügeln sich gerade zwei. Dort ist einer, der hier ein bisschen Propaganda betreibt. Dort sind leicht bettelnde Menschen. Aber egal. So, weiter geht's. Und hier ist die Kirche. So. Beziehungsweise dieser Kirchenkomplex. Alter Verwalter, was ist denn hier schon wieder los? Hier sind ja schon wieder alles lustig am Blinken hier von den netten waren das Royalisten? Gardisten? Ich weiß das schon gar nicht mehr genau. So. Aber hier ist zum Glück nichts. So. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo genau befindet sich das Ganze? Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Aber okay. Hinterhof. Oh, das nehme ich doch mal mit da. So. Komme ich da lang? Nicht wirklich. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Man kann nur hoffen, dass hier irgendwo... Ja, das sieht schon mal stark nach einem Friedhof aus. Und da sehe ich im Grunde auch schon was leuchten. Sprich, guckt euch mal das an da, Leute. Da werden die einfach mal so übereinander gestapelt schon mittlerweile. Während der nette Junge so ein bisschen am Durchdrehen ist. Ja, das ist hier der Friedhof und wie ihr schon gesehen habt, ist hier der Punkt, wo man interagieren darf. Und damit habe ich das Rätsel vage erfolgreich beendet. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ansonsten alles bitte in die Kommentare hier zum Video bzw. auf meinen sozialen Seiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber Nachspielen und in diesem Sinne bis denne.